Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Gruselcups. Und heute werden wir uns den letzten drei Kämpfen widmen. Beziehungsweise, das heißt die letzten drei, aber die letzten drei für dieses Video halt. Wir haben den Julian aus Bayern als Gegner. Grüß dich, Julian. So, was haben wir denn als Gegner? Wir haben Tengulist, habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen, okay. Rotom Wash, wir haben so viele Pokémon, dass ich schon wirklich sage, Pantimos und Snibuna fangen an. So, dann kommt jetzt die Sache. Zwei Pokémon muss ich mitnehmen. Ich würde ja gerne Voltula. Problem ist, da ist ein... Da ist kein Problem, ich nehme Voltula mit. Ich nehme Voltula einfach mit. Und ich nehme noch mein Durengard mit. Was Skelabra? Ich nehme Skelabra mit. Okay, Julian, auf einen guten Kampf. Fängt ja schon gut an, dass ich jetzt gegen einen Deutschen kämpfen muss. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Rabigator und Ramot. Das hasse ich immer wieder. Immer wieder. Ich gehe jetzt auf Skelabra, falls die Hitzewelle kommt. Oh, 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 warte, stopp, stopp, stopp. Pantimos macht jetzt erstmal Reflektor. Und Snibuna wechsle ich jetzt zu Skelabra aus. Wenn nämlich jetzt eine Hitzewelle kommt, kann ich sie gut predikten. Und es wäre schön, wenn du das machst, Julian. Und nicht nur wartest. Rabigator wird zurückgerufen. Aha. Aha. Sehr schön. Und stelle sich jetzt mal vor, ich hätte jetzt Abschlag gemacht. Tja, aber gut, Käfergebrumm bringt nicht wirklich viel. Und ich gehe jetzt sogar auf einen Lichtschild. Und mache jetzt Hitzewelle auf beide. Pass auf, jetzt hat das... Ah, Ramot hat Wutpulver. Trotzdem treffe ich beide. Durengard hat keinen Schwächenschutz. Okay, das macht mir Angst. Was hat es? Spukball. Ein Crit! Ja, klar, übertreib halt. Ein Überreste Ramot, okay. Tja, Ramot, wie wäre es denn, wenn ich dir das Item mal abschlage? Ich glaube, die Überreste, das ist viel zu großer Ballast für dich. Komm, ich helfe dir mal. Ach, Ramot macht Schutzschild. Durengard geht in seine Schildform. Das war so klar. Und ich kann natürlich niemanden von den beiden treffen. Absolut niemanden. Es war einfach nur eine Runde, wo man hinausgezögert hat. Aber weißt du was? Ich mache jetzt Eissturm. Und ich gehe jetzt hin und mache den Abschlag auf Durengard.
Das sollte Durungard selbst in der Schildform nicht überleben. Wutpulver. Von mir aus? Ach so. Naja, immerhin kann Ramoth nicht mehr angreifen. Immerhin. Pass auf, und jetzt hat Durungard noch Samtoklinge drauf. Natürlich hat Samtoklinge drauf. Anderes wäre ja auch nicht denkbar gewesen. Okay, Voltula, es liegt jetzt an dir. Okay, ich denke, mit vereinten Kräften kann dieses Ravigator zur Strecke gebracht werden. Wenn es jetzt nicht eine Offensivweste hat. Okay, Durungard macht den Taktikwechsel. Das ist vollkommen in Ordnung. Abschlag. Voltula wehrt die Attacke ab. Nice. Step-Zauberschein Ravigator besiegt. So, Leute. Und jetzt mach dich mal drauf gefasst, Durungard. Ach, da ist ja noch Rotom. Rotom habe ich ja ganz vergessen irgendwie. Ich mache jetzt erstmal Donnerblitz auf Durungard. Es greift mich an. Macht Schattenstoß, ne? Mhm. Aber du greifst leider das falsche Pokémon an. Okay. Jetzt habe ich nur noch Rotom Wash vor mir. So. Du bist jetzt auf jeden Fall schon mal langsamer. Das ist schon mal wichtig. Okay, jetzt sind wir alle drei wieder langsam. Alles klar. Sind wir wieder bei Null. Dann machen wir es jetzt anders. Zauberschein. Und dann mache ich jetzt Käfertrutz auf dich erstmal. Damit deine Spezialangriffspower noch ein kleines bisschen sinkt. Volltreffer. Hydropumpe trifft natürlich. Wisst ihr, Abschlag geht daneben, aber Hydropumpe trifft. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal auf den Zauberschein und diesmal sogar auf einen Energieball. Spezialverteidigung sinkt. Zauberschein. Und das müsste es jetzt sein. Sehr gut. Puh. Voltula, ich muss sagen, danke. Nein, ja. Ich möchte weiterkämpfen. Das sind nämlich noch zwei Kämpfe, die ich jetzt für dieses Video machen muss. Okay. Strittende Kämpfe 28, Siege 16. Mehr als 50%. Ach so, jetzt bekomme ich... Seht ihr, das meine ich. Jetzt bekomme ich wieder den Übertrainer. Der ist nicht umsonst so weit oben. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass ich plötzlich den beschissensten Gegner bekomme, den es auf diesem Planeten gibt. Tja, da würde ich sagen, Uhafnir und Pantimos und Voltula kann ich vergessen. Wobei ich sogar... Nee, mache ich Snibunna und Durungard. Ich dachte schon, ob ich Snibunna dann
den Anfang setzen soll, aber nein. Dann gehe ich eher auf die Hitzewelle. Damit kann ich wenigstens drei Pokémon sehr effektiv treffen. Und... tja. Und wer rechnet bitte schön bei Ohafnir mit Hitzewelle? Wobei, ich glaube, dem ist einiges zuzutrauen. Krass. Warte, lass mich raten. Ach so, doch nicht. Oh, ein Shiny Zerapendra. Sieht in Rot voll geil aus. Ich mag Rot. Schwächenschutz. Wer hätte das gedacht? Weißt du, dann gehe ich sogar jetzt auf einen Überschallknall. Damit ich den Schwächenschutz nicht in irgendeiner Weise aktiviere. Ach so. Schutzschild, damit wir den Temposchub aktivieren. Nett. Schwert. Echt jetzt? Ist es dein Scheiß Ernst gerade? Taktikwechsel. Es macht Schattenstoß. Auf Pantimos. Natürlich trifft Steinhagel. Warum auch nicht? So. Jetzt ist natürlich die Frage, denkt Durengard daran, mich anzugreifen? Geh auf Königsschild. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Selbst wenn jetzt eine Attacke kommen sollte... Schade. Volltreffer! Ja, natürlich! Ich sag ja, ich krieg da wieder den beschissenen Übertrainer. Na, ich aktiviere jetzt erstmal noch nicht den Schwächenschutz. Ich gehe jetzt erstmal auf Eissplitter und ich versuche jetzt nochmal einen weiteren Königsschild zu machen. Genau das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dass wenn ich Durengard angreife, es plötzlich denkt, oh, ich werde jetzt einfach mal in die Schildform wechseln. Aber den Gefallen tue ich dir nicht, mein Lieber. Den Gefallen tue ich dir nicht. So, wir werden jetzt nämlich erstmal das Item von Durengard abschlagen und ich werde mein Durengard benutzen, um sein Durengard dann anzugreifen. Okay. Wechselt aus auf Flunkiefer. Drohr. Das mit Schattenstoß war außerdem ziemlicher Bullshit. Weil sich jetzt dadurch der Schwächenschutz aktiviert und Abschlag jetzt aber aufgrund des eingesetzten Schwächenschutzes nicht mehr so effektiv ist. Und jetzt machst du bestimmt Sanktoklinge. Natürlich. Vierfach geboosteter Angriff. Mehr sage ich nicht dazu. Ich versuche jetzt mein Glück. Auch wenn Durengard wahrscheinlich... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon, es wechselt jetzt in die Schildform.
Tiefschlag. Glaub mir, Flunky, vor den Gefallen tue ich dir jetzt nicht. Diese Genugtuung gebe ich dir einfach nicht. Ich mache jetzt erstmal Königsschild. Jo, Feuersturm, alles klar. Ich habe irgendwie Bock, nochmal auf Königsschild zu gehen. Ich habe auch nicht wirklich Lust. Fehlgeschlagen. Feuersturm. Trifft. Ich wollte eigentlich auch jetzt nur in meiner Schildform bleiben. Damit ich direkt besiegt werde. Hätte ja sein können, dass ich eventuell diesen Feuersturm überleben könnte. Ich sag ja, das ist mir zumindest in den ganzen Online-Turnieren, die ich jetzt gemacht habe, aufgefallen. Dann gewinne ich einmal und plötzlich, weiß ich nicht, meint das Programm, ey, pass mal auf. Wenn du jetzt so oft gewonnen hast, kriegst du jetzt einfach den stärksten Trainer, den wir haben, zur Verfügung gestellt. Gegen dich zur Verfügung gestellt. Irgendwie so. Roger aus Nevada. Und plötzlich habe ich dann wieder gegen diesen super starken Trainer verloren. Und dann kriege ich das. Also irgendwie ist das Zufallsprinzip leicht berechenbar. Und dann dich und dich und okay. So, Roger. Was ist bei dir denn alles? Roger? Ah. Ich bin mal wieder so witzig. Claydol und Spiritomb. Erzwinger von Spiritomb. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal Lichtschild. Und ich gehe jetzt hin und kann eigentlich sogar Spukball machen auf Claydol. Ich könnte Hitzewelle machen, ja, aber... So ist das Ganze viel spaßiger. Ein Pokémon nach dem anderen auseinandergenommen. Und Spiritomb, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Krippuk, genau. Krippuk ist eigentlich auch kein großartiger Angreifer. Sondern ist eigentlich nur... Oh, Spiritomb macht Tiefschlag. Was? Zur Hölle! Chill mal! Wow! Also... Witzig finde ich ja, dass die Flamme von Skelabra ständig im... Ach so! Ach so. Du bist also jemand, der die Genauigkeit gerne senkt. Aha. Wie wäre es denn, Absol, wenn ich dich jetzt einfach vernichte? Dann zeige ich dir mal, wie ein richtiger Blitz aussieht. Nicht so diesen komischen Blitz, den du da von dir gegeben hast. Sondern ich meine einen richtigen Blitz. Pass mal auf. Phantimos, Zauberschein. Das ist ein richtiger Blitz. Dankeschön, Phantimos.
Und das war's von mir und von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ich würde jetzt sagen, ich verschwinde jetzt auch. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir beim nächsten Mal einschaltet. Macht's gut, haut rein und ciao.